Ich brauche jetzt von euch Tipps, Guys. Ich kann für eine neue Tastatur, die ich wahrscheinlich kriegen werde, mir aussuchen, welche Switches. Aber ich habe keine Ahnung, also was sind gute Switches? Ich habe ja aktuell eine Razer und die haben ja eigene Switches. Ich kann auswählen zwischen Rot, Blau, Braun, Alias Silent, Silent Black Ink. Welche soll ich denn davon nehmen? Red Switches. Was sind rote Switches? Lineare Switches. Das bedeutet, dass das Drücken der Tasten weniger Kraft erfordert, aber du spürst oder hörst nicht, wenn die Taste registriert wird. Nee, das ist scheiße. Ich will, dass es klickt. Ich will auf jeden Fall, dass es klickt. Also der rote Switch ist kacke. Blue Switch sind Klick-Switches, die bei jedem Tastendruck eine deutlich höhere und spürbare Rückmeldung liefern. Klick-Switches haben in der Regel eine höhere Rückstellposition, davon eine große langsam werden können. Tactile? Ne, Tactile gibt's nicht. Blue Switches sind die meist gehassten, die es gibt. Warum? Brown Switches. Was sind Brown Switches? Tactile Switches sind ein Kompromiss zwischen roten und blauen. Gerade, Leute! Wow! Braune Switches haben einen leisen, aber fühlbaren Anschlag, wenn man den betätigt, wenn der braune Schall ist. Okay. Brauner Switch hört sich gut an. Oha, wir sind mit Rufern in einem Game. Willkommen in Solalo. Was sind denn Alias Silent Switches? Hm. Hier ist eine Sound Comparison. Oh, warte, was picken wir denn? Ja, first pick mal Imagine. Gage von Brown Switch. Wahrscheinlich dann am ehesten Braun, oder? Hier ist Switch-Test. Rot hört sich ja scheiße an. Boah, das hört sich ja übel kacke an. Mhm. Oh, stimmt ja wieder, Broxer. Oh, die klingen geil. Aber grün geht nicht, wa? Oh, die sind richtig schön laut. Aber grün ist, glaube ich, nicht im Angebot. Dann nehme ich braun, wa? Ist nicht über leise. Nee, das muss schön scheppern. Warum nicht selben Skin wie Nautilus? Oh, my bad. Stimmt, Broxer spielt gerade in keinem Team, ne? Streamt er? After today, in an hour, on Solas YouTube channel, you're gonna see. Powered by Broxer's Elise. The best the world has ever seen. Godly Elise. Broxer wins Worlds 2022. Confirmed by Sola. Jetzt müssen wir performen hier. Immer langstellen, damit wir auch den Damage haben, falls Nautilus was hittet. Beeinflusst deine Leistung, wenn du mit bekannten Spielern spielst? Naja, bewusst nicht, aber unterbewusst wahrscheinlich schon ein bisschen, ja. Ich bin so geil, ich bin so geil. Okay, guys, full tryer, Chat aus. Alter, wie tief wird da gechased? Ach du Scheiße. Oh, wir haben Popushka im Enemy-Team. Ja, was ist da los? Warte, wir können hier... Gewinnen wir Level 1? Wir haben Exhaust. Ah. Nice. Schön in der Q-Animation den Hook rausgehauen. Sehr clean. Oh, schade. Hier, ihr müsst aber nach unten parthen. Die verliert jetzt ordentlich was, die Senna. Wait, Nidalee ist top, actually. Ah, wir sollten trotzdem Base gehen. Wir sollten trotzdem Base gehen. Ja, jetzt kriegt ihr dies wahrscheinlich keine Krabbe. Das ist actually so mittelgeil, ne? Oh, nice. Naja, ich glaube, er muss ja mal Krabbe skippen. Wir können hier die Wave freezen. Das ist super, super gut für uns. Ja, Popushka einfach zu gut. Nice. Big. Die können nicht mehr lane hier. Freezen einmal weiter. Actually pusht es jetzt eh dahin. Ich glaube, die werden nicht upsteppen. Oh, maybe Senna diven hier. Die Senna wird halt komplett verkauft, Alter. Ja, Senna ist jetzt in Mitte. Das Beste, was sie machen kann. Sie kann auf jeden Fall nicht mehr auf die Lane laufen. Wir gehen hier Base. Lol, Elise lebt, what the fuck? Huge. Die Wave pusht jetzt auch wieder zu uns, aber sehr, sehr langsam. Müsste sie zumindest auf dem Papier. Ja, ich guess, dann gehe ich wieder Bot. Ist auch fein. Das ist ja stärker als ich gerade, also eigentlich ist es schon sinnvoll, dass er Mitte ist. Keiner hat halt Bock mehr Bot zu spielen, weil das einfach die ganze Zeit freest für uns. Die bluten so aus gerade auf Bot. Das ist wie so eine riesige Fleischwunde hier unten, die nicht verarztet wird. Aber actually ist der Freeze sogar weg jetzt. Schade. Spontane Selbstheilung. Ja, wir werden den Tower hier nicht vor Top Tower kriegen. Ja, ne, die kriegen Top. Aber der Renekton ist nicht so behind. Renekton ist auch nützlicher vom Behind als Ori. Ist auch geil, wie die Senna einfach nur noch Midlane spielt und sich sagt, ne, ich gehe jetzt nicht mehr Side. Und dann die Ori sich denkt, ach scheiße. Ich habe halt Gale Force in Base. Ich würde hier schon gerne einfach rausgehen, glaube ich. Problem muss der Renekton erstmal wieder Fire holen. Oh ja, das ist schon sehr unplayable. Aber honestly will ich den Tower nicht nehmen, weil die kann safe 4 farmen, wenn wir den Tower haben. Jetzt muss sie die ganze Zeit, das ist halt, der Tower ist halt Bait, so. Wir können sie die ganze Zeit diven.
Gehe ich hier Lord Dominic Second nur gegen Poppy? Ich gehe, glaube ich, Fire Cannon Second. Ich hätte jetzt ja auch wieder freezen können, aber ich will jetzt langsam ein bisschen Pressure auf die Map bringen. Ja, wir können ja einfach wieder eine Wave denyen. Sehen, wie viele Waves wir einfach denyen können, weil wir den Tower nicht nehmen. So gut. Einfach keine Wave mehr. Wieso sieht sie mich da? War ich nicht weit genug in der Corner? Ja, ich bin 500 Goldschatter und wert. Ich will hier schon unbedingt Base gehen. Nice. Muss auch mal hoch. Vielleicht kriegen wir die Poppy hier irgendwo. Hier raus. Tippet. Was ist die Tanky, Alter? Ich kann auch hier die Wave jetzt gerade wieder freezen. Nochmal eine Wave denyen. Ja, das war doch ein saftiges Game bisher. Also wenn Broxa mal einen neuen AD Carry für sein Superteam braucht, soll er Bescheid sagen. Ja, ich mache auf jeden Fall erst Tower, dann kommen wir zum Break. Ich glaube, die Nidalee ist nicht mehr so motiviert aufs Game. Das ist, glaube ich, durch. I like No Way's viewers said I had to dodge Sola. Had to dodge Jin, but look at the bot gap. This is the biggest bot gap I've seen in a while. This bot gap is actually like a Mount Everest. Der die Broxa immer viel wins. Ja, ich glaube, ich habe dreimal mit Broxa gespielt, dreimal gewonnen, aber einmal habe ich ihn ein bisschen runtergerannt. Bisschen Angst vor dem Busch gerade. Ich hätte hier Base gehen sollen, ich habe Fire Cannon. Ja, ich gehe Base. Ich bin gerade, ich habe keine Sums, ich kann hier gerade nicht abgeholt werden. Wenn ich hier laufe, kann ich überall random sterben. Ist zwar unwahrscheinlich, aber. Safety first. Rufert in Solar Low. Ja. Ja, du bist auch in Solar Low, Semix. Dass die nicht FF ist auch interessant. Ja, Lea, ist sehr interessant. KGW. Ja, schönes Game. Also für die Gegner war es nicht so schön, aber haben wir gut abused die Botlane. Oha! Drei Honors. Ist ja unglaublich. Boxer hat gesagt, dass Novium geraten hat, dich zu dodgen. Wirklich? Hat er das wirklich gesagt? Es wäre sad, wenn er das wirklich gesagt hat. After today, in an hour, on Solas YouTube channel, you're gonna see. Powered by Broxas Elise. Broxas Elise. The best the world has ever seen. Godly Elise. Broxas wins Worlds 2022. Confirmed by Sola. Actually, it would be written in German caster and stream. Eigentlich müsste ich das Video jetzt aus Prinzip so nennen und hochladen.